Kamera läuft, ich wünsche uns Glück und bitte. Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und heute zurück mit der lang ersehnten Roomtour. Ich habe mir vor kurzem einen großen Traum erfüllt und zwar habe ich mir ein kleines Tiny House geholt. Ja, wer das Ganze jetzt noch nicht wirklich mitbekommen hat, der kann sich entweder mein letztes Video angucken, da gibt es auch ganz, ganz viele Fragen, die ich beantwortet habe über meinen derzeitigen Stand meines Lebens und so weiter. Ansonsten habe ich noch auf Instagram einen Highlightpunkt, der heißt My House. Da könnt ihr so ein bisschen nachgucken, wie das Ganze entstanden ist, wie es hingestellt wurde. Ist auch noch ein ganz, ganz cooles Video hochgeladen und ich würde sagen, ohne jetzt lange rumzuquasseln, fangen wir einfach mal an mit der Roomtour. Ich zeige euch alles und viel Spaß. Es sind ein paar Fragen gekommen, die werde ich übrigens zwischendurch auch noch beantworten, wie zum Beispiel, wie groß ist das Ganze? Das Ganze hat so 35 Quadratmeter und es steht ja auf Stelzen. Da haben auch super, super viele gefragt, warum. Es ist einfach einfacher, falls ich den Plan habe, es woanders hinzubringen, ist es viel einfacher, das Ganze, so blöd es klingt, wegzuheben und mit dem Häuschen weiterzufahren. Ich habe mich für eine Holzfassade entschieden, weil es einfach viel, viel heimeliger aussieht. Außerdem passt es perfekt zu dem Haus gegenüber von meinen Eltern. Und der View hier ist absolut ein Traum. Also abgesehen davon, dass es gerade nebelig ist und ja, wir das jetzt gerade nicht so geschafft haben, dass es hier irgendwie schön ist. Aber naja, das Wetter macht, was es will, ne? Und hier unten, ich blende euch das jetzt auch gerade nochmal ein, hier unten findet ihr von meinem Papa eingepflanzte Pflanzen, weil der ist nämlich jetzt in der letzten Zeit definitiv zum Hobby-Gärtner geworden. Ja, und hier kommen wir schon zur Haustüre und deswegen gehen wir jetzt mal rein. Welcome home. Oh, hereinspaziert und zwar fangen wir an in dieser Ecke. In diesem Raum hier, den kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, aber da drinnen befindet sich dann mein Badezimmer. Alle guten Dinge, die brauchen Zeit und auch leider mein Badezimmer lässt sich Zeit. Dennoch, ich bekomme rein ein Klo, ein Waschbecken und eine Dusche und dort werde ich auch meine ganzen Make-up-Sachen verstauen. Wie sich das, wie der Prozess davon ist, den werde ich wahrscheinlich auf Instagram auch mitnehmen noch und euch das Ganze dann nochmal im Update ein bisschen zeigen. Ansonsten haben wir hier meine Heizregelung, die werde ich euch später noch zeigen, weil da habe ich was ganz, ganz Special gefunden. Richtig, richtig cool, muss ich euch auf jeden Fall zeigen, bin voll stolz drauf. Dann habe ich hier so meine kleine, so ein bisschen eine Deko-Ecke, aber auch, wo ich meine ganzen, also was heißt ganzen, ich habe noch nicht alles eingeräumt, das müsst ihr wissen. Hier so ein paar Rucksäcke und da unten kommen noch so eine, Leisten hin mit meinen Schuhen. Hier oben habe ich noch so ein bisschen Deko, auch natürlich wieder mit den Farben, die ihr in meinem Raum immer wieder finden werdet. Also so blau, türkis. Und hier habe ich noch zwei Poster und zwar einmal Girl, You Already Have It, What It Takes und einmal You Are Better Than Unicorns and Sparkles Combinated. Genau. So, dann kommen wir hier zu meinem Schlafplatz. Der wird auch nochmal im Dezember etwas geändert, also so wie es jetzt ist, gefällt es mir auch sehr, sehr gut. Aber ich möchte das Ganze noch so ein bisschen multifunktionstechnisch hier machen. Also ich habe ja einen sehr kleinen, minimalistischen Raum und möchte einfach extrem viel Platz sparen. Deswegen kommt hier im Dezember ein Bett hin, das man hochklappen kann. Und darunter ist dann eine Couch. Zeige ich euch dann auch, sobald es fertig ist. Jetzt derweil habe ich einfach ganz normales Bett hier und habe hier zwei schöne Bilder hingehangen. Einmal mit meiner Family, eines meiner Lieblingsbilder, die wir jemals gemacht haben und oder wo wir auch endlich mal alle oben sind. Und hier habe ich einen Spruch, weil ich bin immer so ein Mensch, wenn ich in der Früh Sprüche sehe, dann erinnere ich mich nochmal so ein bisschen daran, wo mein Fokus liegt. Genau. Hier seht ihr auch wieder, wie gesagt, dass super viel mit Farben gespielt wurde, eben im Blaubereich. Ich habe, glaube ich, von Türkis bis ins Grünliche alles hier drin. Also als sie mich gefragt haben, wie viel Blau willst du, dann habe ich auch gesagt, ja. Hey! Der Witz ist aus 2010. So. Alarm! Okay. Darf ich auch? Ich mach nix. Und los! Und los! Verrückt. Das ist schon lange kein Geheimnis mehr, okay, Mann, ich weiß. Okay, machen wir mal weiter.
Und zwar, und jetzt wieder voll ernst. Ich habe meine Kamera stehen bei meinem Stativ. Hier habe ich eine Pflanze hingemacht, damit es ein bisschen lebendiger hier drin wird. Ich finde, es macht immer so einen ganz persönlichen Touch auch nochmal. Dann habe ich meine Lampe hingestellt. Die hat so ein super romantisches Licht. Obwohl ich das gerade nicht benötige. Dann machen wir weiter mit dieser wunderschönen Fensterfront. Ich finde nämlich, das ist einer der besonderen Dinge auch in meinem Tiny House, dass rechts und links gegenüber da so wunderschöne große Fenster sind. Also erstens, vor allem, wenn es jetzt nicht unbedingt nebelig ist, wie heute leider, dann sieht das übel mega aus, wenn die Sonne untergeht. Am Morgen, wenn die Sonne reinscheint und man hat halt den ganzen Tag über Licht. Das ist übrigens super perfekt für mich zum Produzieren, weil eben mir nie das Licht ausgeht und das ist oft super, super wichtig beim Videofilmen oder ja, etc. etc. Ich glaube, ich muss euch das jetzt nicht nochmal genauer erklären. Ja, ansonsten gehen wir dann mal weiter in diese Ecke hier. Und da habe ich ja vorher mit dem Heizregler was gesagt. Und zwar ist das eine Heizung. Ich wusste vorher auch nicht, dass es Spiegelheizung gibt. Also so einen kleinen Heizkörper sozusagen. Aber es funktioniert mega gut. Da habe ich hier so ein bisschen detailreich mein tolles Hawaii-Erinnerungsbuch hingelegt. Weil wir fliegen ja in... Boah, wann ist das? In 10 Tagen. 10 Tagen? Ja genau, in 10 Tagen nach Island und haben wir wieder unsere Crew vereint. Dass ich gerade die Seite auf. Ihr müsst wissen, hinter der Kamera ist übrigens Durfee. Das ist die beste Seite. Das ist die allerbeste Seite oder die Seite oder die Seite oder die Seite oder die. Dann ich mal, wenn ich mal traurig sein sollte und alle vermissen sollte, gucke ich da einfach mal rein. Dann habe ich mir hier einen Plattenspieler geholt. Es ist leider noch keine Platte drauf, aber irgendwie finde ich es cool. Und es ist übrigens nicht nur zur Zierde, sondern man kann das auch wirklich anschließen. So, dann habe ich hier meinen Kleiderschrank. Der ist jetzt gerade noch leer, weil ich wirklich aussortiere, was ich wirklich brauche. Und wie gesagt, ich lebe hier sehr minimalistisch, sag ich mal, in Form von, ich habe sehr kleinen Raum sozusagen, aber trotzdem alles, was ich wirklich brauche. Hier haben wir meine großen Spiegel. Ich glaube, oder für die, die mich schon länger verfolgen, die wissen auch, dass ich diesen Spiegel auch schon in Berlin hatte. Den habe ich mitgenommen, genauso wie diese 2 Schränke. Und für alle, die es jetzt nicht wussten, ich habe vorher 1 Jahr lang in Berlin gewohnt, bin dann vor 3-4 Monaten habe ich mich entschieden, wieder zurückzukommen nach Österreich. Und ja, es war einfach nicht so die einfache Zeit für mich. Diese Zeit hat mich übel geprägt. Wenn ihr das Video angucken wollt, dann habe ich euch das jetzt gerne oben hier irgendwo in der Infobox. Ich weiß immer noch nicht, seit Jahren weiß ich nicht, auf welcher Seite dieser Infopoint ist. Ich weiß es einfach nicht. Ganz unabhängig davon war es für mich dann sozusagen an der Zeit zu entscheiden, was möchte ich machen. Ich bin mir bis heute noch nicht so ganz sicher, wo es mich hin verschlägt. Und deswegen habe ich mir gedacht, guck mal, es soll jetzt auch keine Zwischenlösung sein, aber es ist trotzdem jetzt einfach ein Schritt, den ich gehen möchte. Ich möchte einfach in der Nähe von meiner Familie sein. Ich bin ein totaler Familienmensch und möchte auch meine Schwester noch mehr aufwachsen sehen. Also ich möchte nicht, dass ich dann überhaupt kein Teil mehr davon bin. Und deswegen war es jetzt eine gute Entscheidung, hier auch das Tiny House nicht weit weg von meinen Eltern hinzustellen. Und ich sehe die total oft und es ist... Trotzdem, weil auch viele gefragt haben, hey, warum ziehst du dann nicht wieder zurück zu deinen Eltern zurück? Erstens, weil nichts mehr frei ist, weil meine Mutter sofort, als sie ausgezogen ist, weil sie so traurig war, hat sie einfach das gleiche in ein Arbeitszimmer verwandelt, was ich überhaupt nicht böse nehme. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, guck mal, ich bin einmal ausgezogen, irgendwie will man dann auch nicht wieder so zurückziehen an sich, sondern will auch irgendwo seine Privatsphäre haben, vor allem, wenn man schon mal alleine gewohnt hat. Und ich muss dazu sagen, dass ich mich jetzt nicht unwohl gefühlt habe, als ich alleine gewohnt habe, aber es war mir einfach zu weit weg von meinen Liebsten. Genau. Somit wollte ich einen eigenen Raum haben, eigene Privatsphäre, aber nicht zu groß. Ich hatte ja auch in Berlin eine Wohnung, die war 120 Quadratmeter groß und viel, viel zu groß. Also deswegen bin ich froh, jetzt auf kleinem Raum wirklich happy zu sein. Und ich glaube, es gibt gerade nichts Schöneres, als dass ich weiß, dieses Häuschen ist jetzt fertig. Ich kann hier, also zumindest halb, ihr wisst, und ich kann hier drin meine ganzen Sachen machen, kann hier produzieren und kann hier auch leben und habe trotzdem meine Privatsphäre und meine Familie next to me. Also, das ist mal eine gute Erklärung gewesen. Jetzt weiter hier erstmal meinen Fernseher, den habe ich übrigens auch mitgenommen. Den habe ich mir kurzerhand dann in Berlin noch geholt. Und dann habe ich hier eine Bilderwand. Und zwar habe ich mir schöne Ausdrucke machen lassen mit Family-Fotos, mit Sprüchen und alles wieder in denselben Farben. Also
alles blau, türkis, ja, ihr seht es ja selber. Und immer so ein bisschen habe ich mir auch gedacht, dass ich das so jahreszeitenmäßig anpassen werde. Also jede Jahreszeit wird dann hier drin so ein bisschen eine andere Farbe passieren. Im Sommer wird dann alles so auch schon in Richtung blau, aber alles mehr so rosa. Und dann im Oktober wird dann alles wieder so ein bisschen, wie soll man sagen, orange, so ein bisschen herbstlicher. Genau. Dann gehen wir weiter in diese Ecke hier. Und zwar ist das mein Arbeitsplatz. Hier werde ich meine Videos bearbeiten. Hier mache ich meine, lade ich meine Fotos runter und so weiter. Hier habe ich mir auch einen blauen Stuhl hingestellt und einen Teppich rausgesucht, der so ein bisschen vintage ist. Genau, da war ich voll der Fan von, deswegen dachte ich mir, hole ich mir das auch. So, und hier haben wir nochmal eine riesengroße Fensterfront und hier ist ein wunderschöner Ausblick, wenn es jetzt nicht so nebelig wäre. Es sieht jetzt trotzdem nicht so schlecht aus, aber vielleicht finde ich ja noch eine Aufnahme, wo man ein bisschen sieht, wie es hier auch aussieht, wenn die Sonne untergeht. Genau, und eigentlich würde ich sagen, war es das jetzt eigentlich schon fast. Oh, das war es eigentlich, oder? Ja. Und das war es jetzt auch schon mit meiner Roomtour. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn dies so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Lasst mir mal in den Kommentaren wissen, ob ihr es euch so vorgestellt habt, ob ihr noch Fragen dazu habt. Dann werde ich euch die gerne in den Kommentaren beantworten. Ansonsten, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne, Glocke an, weil demnächst kommen weitere sehr, sehr coole Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao! I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm a child and I